Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Welcome, ladies and gentlemen. Für uns ist das heute ein besonderer Moment. Today is a very special moment. Wir setzen einen Meilenstein in der Geschichte der BMW Group. Als Vorstandsvorsitzender, wir wollen Antworten geben auf die Herausforderungen der Zeit. Dazu müssen wir über die Gegenwart hinausblicken. Mit unserem hier ist die Weltpremiere der neuen BMW i-Familie. Hier sind der BMW i3-Konzept und der BMW i8-Konzept. Warum haben wir BMW i ins Leben gerufen? Die Marke BMW zählt zu den bekanntesten Marken der Welt. Sie steht heute für Dynamik und besondere Effizienz. Mit der Elektromobilität kommt nun eine andere Art der individuellen Fortbewegung hinzu. Sie bedeutet Chancen. Wir wollten unseren Kunden ein überzeugendes Premium-Angebot unterbreiten. Maßgeschneidert für diese neue Antriebsart. Mehr noch, nicht nur die Fahrzeuge selbst sollen nachhaltig sein, auch deren Produktion. Das ist unser Anspruch. Für die Fahrzeuge von BMW i haben wir zum ersten Mal bereits in der frühen Phase der Konzeption verbindliche Nachhaltigkeitsziele festgelegt. Und zwar für alle Wertschöpfungsschritte. Es hat sich gelohnt. Das zeigt der Vergleich mit einem sehr effizienten Fahrzeug mit Verbrennungsmotor aus dem gleichen Segment. Über den gesamten Lebenszyklus verbessert sich die CO2-Bilanz des BMW i3 um mindestens ein Drittel. Das gilt übrigens bei einem normalen Strommix, wie er in Europa üblich ist. Wer damit regenerative Energie betrieben, dann verbessert sich die CO2-Bilanz über den Lebenszyklus deutlich. Mehr als 50%. Das ist einzigartig in der Automobilindustrie. Beide Fahrzeuge bauen wir übrigens hier. Bei der Produktion des BMW i3 und i8 setzen wir neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit. Wir senken den Einsatz pro Fahrzeug von Energie um 50% und wir senken den Verbrauch von Wasser um 70%. Wir wollen die eingesetzte Energie in der Montage vollständig aus regenerativen Energiequellen decken. Derzeit prüfen wir die Möglichkeit, auf dem Werksgelände in Leipzig eine eigene Windkraftanlage zu errichten. Sie sehen, BMW i setzt neue Marschen. Born Electric passt hervorragend zur Dynamik der Marke BMW. Beim BMW i3 steht für uns zwar übrigens immer klar, wir entwickeln unsere Elektromotoren selbst. Der Antrieb ist und bleibt das Herzstück unserer Automobile. Für all das steht BMW i. Mit BMW i blicken wir über unsere Fahrzeuge hinaus. Wir schaffen ein zusätzliches Angebot an Mobilitätsdienstleistungen. Innovative Connectivity. Mit BMW i sprechen wir neue Kunden an. Diese Kunden wollen wir in ihren Lebenswelten erreichen. Deshalb erschließen wir uns neue Vertriebskanäle. Wir setzen auf ausgewählte Händler, eine mobile Salesforce und natürlich das Internet. Meine Damen und Herren, es geht um ein neues Verständnis von Mobilität.